Wir stehen hier gerade vor der Hessenhalle in Alsfeld, wo gerade die 6. Hessische Landwirtschaftsmesse stattfindet. Und da haben wir uns gedacht, schauen wir doch einfach mal rein und gucken, was es da für Neuigkeiten gibt. Die über Monate anhaltende Trockenheit und Dürre führte zu erheblichen Ertragseinbußen. Ich denke, alle haben das mitbekommen. Trockenheitsbedingt haben wir dieses Jahr als Landwirte über ein Drittel weniger am Raps aushelfen können. Leuchtend gelb blühende Rapsfelder werden in diesem Jahr, die normalerweise im April und Mai zu sehen sind, relativ selten sein. Drinnen angekommen zeigt sich die Hela größer als in den letzten Jahren. In den erstmals 7 Hallen war alles geboten, vom monströsen Traktor bis hin zum kleinen Saatgut. Und die Besucher zeigten sich bereits am ersten Tag der Messe sichtbar interessiert. Wir haben die Aussteller gefragt, warum sie gerade aus ganz Deutschland zur Hela nach Alsfeld kommen. Ja, wir sind ein Büro aus der Eifel und arbeiten in ganz Deutschland. Wir sind auf den großen Messen zu Hause, Eurotier Agritechnica, und bedienen aber auch immer wieder mal regionale Messen. Und da wir auch viel in Hessen landwirtschaftliche Höfe planen, habe ich mir letztes Jahr die Hela angeschaut und haben gesagt, okay, dieses Jahr sind wir dabei. Zwischen Melkrobotern und Miniaturstellen treffen wir auch den stellvertretenden Generalsekretär des Hessischen Bauernverbandes, Dr. Hans Herpein. Dieser erklärt uns, wie der Dürresommer des vergangenen Jahres die Landwirte beeinflusst hat und was im kommenden Jahr auf sie zukommen wird. Hessen war ja durchaus ein Spiegelbild der bundesdeutschen Situation. Wir haben recht unterschiedliche Verhältnisse gehabt, tendenziell eher eine höhere Betroffenheit, was Dürre angeht, im nördlichen Landesteil, ein bisschen weniger entspannter die Situation im südlichen Teil. Gleichwohl dann ab Mitte des Sommers war in allen Landesteilen, blieb der Regen ja aus, die Niederschläge aus und mit einer hohen Trockenheit zu rechnen. Man wird aber, und das ist die Forderung des Bauernverbandes, auch mehr Instrumente den Landwirten an die Hand zu geben, sich selbst zu helfen. Dazu gehören Versicherungslösungen, die dringend angeboten werden müssen, und dazu gehören natürlich auch Lösungen auf steuerlicher Basis, wo man Landwirte in die Lage versetzt, eigentlich in guten Jahren sich ein Polster anzulegen, was dann in schlechteren Jahren mit geringeren Erträgen dann aufgezehrt werden kann.